Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Flower Sky. Im letzten Part haben wir kaum mal erfolgreich so einen Knarze machen können. Und nun will ich diesem kleinen Wichser hier endlich mal den Arsch aufreißen. Und ich bin mal gespannt, was er so alles drauf hat. Gut, er fängt wieder wie immer mit Elekid an und wir werden mit Dragon Rage kontern. Und den Rest übernimmt Sandtap. Oh mein Gott, du hast mir einen Loki gegeben, das geht mal gar nicht. Und es kommt ein Magneton. Ja gut, ich hoffe, seine Runde wird es verschwenden, indem es einfach Donnerwelle oder Spark einsetzt oder was weiß ich. Ja genau, dankeschön. Und wir werden mit Dragon Rage auf jeden Fall kontern und Super Sonic schweinen. Und noch einmal. Dragon Rage und wir haben sein Pokémon komplett vernichten können. Und Dragon Rage. Und komm schon, noch einmal. Oh, Mist! Das blöde Viech. Ich werde das Risiko kurz eingehen. Und Dragon Rage hat getroffen. Und hell yeah, das hätte wieder nicht überlebt. 100% nicht. Und jetzt kommt Landwurm. Wir werden... Was werden wir wohl einsetzen? Okay, genau, wir setzen Nidorohs ein. Aber das wird uns eh nicht viel nützen. Wir werden jetzt schnell mit Tailrip seine Verteidigung schwächen. Begründung später. Okay, ich denke, das müsste jetzt reichen. Und jetzt versuche ich eine neue Technik. Wir werden es. Scheiße, stimmt ja. Egal, egal. Seine Verteidigung ist gut geschwächt. Wir werden jetzt einfach Drill Pack versuchen. Süß. Hab verloren wieder. Versuchen wir es mit Fax. Yeah. Komm schon, eine Verwirrung wäre mal nicht schlecht. Oh Gott. Dampfnest werden wir dazu verwenden, um unser Knarxel zu heilen. Revive. Holen wir mal Pengu zurück. Und... Na, der Hops. Und gut, letzteres werde ich wahrscheinlich jetzt den letztes Revive verwenden, um Draco zurückzuholen. Und ich habe das Gefühl, wir verlieren wieder. Ja gut, seinen Trank werde ich mal sofort wieder auslöschen. Wir haben hiermit seine letzte Heilmöglichkeit auslöschen können, obwohl doch nicht. Wir werden jetzt nochmal Dragon Rage einsetzen. Oh nein. Oh nein, 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 bitte, bitte, oh Gott sei Dank. Für Dragon Rage, genau. Und wir werden jetzt nochmal Dragon Rage einsetzen. Und das versuchen zu killen. Aber ich bin ganz vorsichtig hier und setze noch einmal sicherheitshalber Supertrank ein. Ja, das hätten wir jetzt nämlich wahrscheinlich gar nicht überlebt. Oh Gott, komm schon! Und Dragon Rage und wir haben ihn besiegen können! Endlich! Fine, I lost! You ended up giving me a thrill! Take this badge! Ich habe den Dynamo Badge erhalten von Watson. With the Dynamo Badge, Pokémon can use strength out of battle. And it will make your Pokémon a little bit faster too. You should take this too. Und das wird wahrscheinlich Shockwave sein. Und ja, wie recht ich habe. Shockwave wird übrigens immer treffen, egal was passiert. Und das ist alles, was wir auf jeden Fall machen werden. Wir werden auf jeden Fall erstmal uns heilen gehen. Und hell yeah, wir haben gewonnen. Ohne gleich zu verlieren. Wer sagt's denn? Wir werden jetzt wahrscheinlich zurück in die Wüste gehen. Obwohl, nein, warte mal, wir gehen erst mit Rodios. Wir gucken mal, ob die Azurins noch da sind und... Scheiße, sind noch da. Verdammt, ihr nervt, ihr Viecher! Oh, das fehlt an Flower Sky irgendwie, diese Ordnung. Okay, jetzt wollt ihr bestimmt die Definition von Ordnung hören. Einfach nur damit man weiß, was das nächste zu tun ist. Jetzt bin ich nämlich wieder Box vorm Berg und habe keine Ahnung, was zu tun ist. Ich habe nicht mal Stärke. Ich weiß nicht mal, wo ich das herbekomme.
Und uns erwartet nur ein Duska, ein Duska. Wir werden einfach mal weitergehen. Wir gehen schön weiter. Und was ist da unten? Oh, da geht's wohl weiter. Und Hippodome Temple. What the fuck? Hippodome Temple. So. Ja. Wir sind genau am anderen Ausgang wieder erschienen und ein Knackleon versperrt uns den Weg. Wir konnten wieder erneut fliehen und ich will da hoch. Jetzt würde es mich gerne interessieren, wie viel. Boah, scheiße, der Witzel kann mich genauso töten. Oh Gott. Schnell Takedown. Okay. Ne, hier geht's hoch und hier ist ein geiler Tempel. Der Hippodome Tempel. Was haben wir denn hier? Escape Rope. Beeindruckend. Hä? Wir sind weiterhin im Hippodome Tempel und. Nein, ich habe keinen Blitz! Nein, 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 nein! Scheiße! Natürlich, ich habe keinen Blitz. Und wer jetzt erwartet, es erwartet uns hier Zubat. Oh Gott, der Part wird länger dauern und diesmal wird es hier diese Höhle sein. Also bisher habe ich nur Zubat getroffen und Kleinstein. Fragst du nur, ob es im gleichnamigen Tempel auch Hippopotas geben wird? Ich kann es mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Und ich weiß nicht wohin. Ich bin total blind gerade. Ich bin orientierungslos. Oder ein Popin. Wie süß. Gut, wohin geht's? Wohin geht's? Wohin geht's? Und ein Zubat erneut. Und ich bin weiter am Herumirren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, Popin, du bist süß, ich weiß. Ich habe keine Orientierung, wo ich gerade bin oder was ich tue. Cool, du bist wieder erneut da. Schön. Und wie geht's dir? Achso, langsam kotzt mich der Tempel schon an. Ich glaube, ich benutze gleich das Flugzeug, das ich hier aufgehoben habe. Ich glaube, das mache ich sogar. Leck mich fett, leck mich, du scheiß Tempel, leck mich, leck mich, leck mich. Escape Rope, bitte. Vielen Dank. Wir gehen mal ein andermal hin, würde ich sagen. Im Moment habe ich keine Lust. Ich will in das nächste Dörflein und hell yeah. Wir werden mit Dragon Rage so One-Hit-Kill. Anders nicht zu erwarten. Wo der Hippodome Tempel eben schon wieder. Wir werden auf jeden Fall weitergehen. Ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Dreck. Und da laufen die Trainer rum. Bin mal gespannt, was für Pokémon hier auf mich warten. Wieder ein Mamepato. Mit Regenattribut. Ein Minezumi. Okay, wahrscheinlich wieder so hin 15 Pokémon. Wer jetzt erwartet. Lol, die habe ich gar nicht gesehen. Dragon Rage. Und noch einmal Dragon Rage. Dankeschön! Und Level 26. Und wir haben sie auch gleichzeitig besiegen können. Oh nein! Ich habe vergessen, sie guckt ja nach oben. Portion. Netter Versuch, Kollege. Und Sandtomp und Toad. Und sie will unsere Nummer. Das war ja mal wieder klar. Ich bin ja so fame. Und ich habe Full Hero gefunden. Ganz toll. Gehen wir dann gleich mal darüber, wenn der Typ da vorbeigeht an uns. Ja. Und wir haben Habitus Town erreicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Dörflein ist. Aber hier ist mein Pokémon Center. Jetzt gefällt mir mal sehr. Und ich hoffe, da bekommen wir auch unsere Stärke her.
Hi, I'm April. I have a big trouble. There are some big rocks block my house. I can't pass them. Please help me, please. That seaside house where Mr. April lives, he was once a mighty sailor who never feared the sea, however stormy. Wie romantisch. Was ist hier drin? Bitte gib uns Stärke. Oh, you're goodbye. You have to go. Oh mein Gott. Ein Test, ob's mich liebt, okay. Welcome, how may I serve you? Na. Ach, Scheiße, jetzt bin ich wieder Scheiße in Ruhe. Der Energieguru. Komm schon, geh weg da. Ja, ich know. Ach so, jetzt brauche ich das Secret Power. Und Herrgott, geh doch mal aus dem Weg, du doofe Schnäpfe. Entschuldigung, dass ich gerade so still bin, aber ich muss wahrscheinlich offscreen kurz suchen, wer mir hier Stärke geben kann. Ich werde einfach mal versuchen, zurück ins Dorf zu gehen. Und wir sehen uns dann, wenn ich Stärke gefunden habe. Bis gleich. Leute, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, wo es sein könnte. Hier war nichts und wir sehen uns an dem grässlichen Ort, an dem, wo ich denke, dass er genau da diese Stärke versteckt. Ah, wie furchtbar, genau da wird es wahrscheinlich sein auch. Und ja, ich denke hier und nirgends anders. Wir werden jetzt einfach wieder dieses Escape Rope nehmen und ich habe Blitz dabei dieses Mal und wir müssen wohl oder übel. What the f... Wollt ihr mich verarschen? Ich kann keinen Blitz einsetzen. Für was nehme ich dann das doofe Viech mit? Ja, hallo, wo muss ich dann hin? Ach, ihr seid auch schlau, oder? Ja, toll, dann hätte ich das blöde Viech gar nicht mitnehmen müssen, hä? Das ist jetzt aber echt eine miese Show hier, Leute. Geht mal gar nicht. Wir suchen jetzt einfach mal ganz blöd rum und... What the fuck? Wie habe ich das jetzt gemacht? Was ist Red Shard, um Gottes Willen? Sag mir nicht, ich bin wegen dem scheiß Red Shard hier durchdappt oder was? Ich weiß nicht mehr, was das Red Shard ist. I lolled. Wo ist dann Stärke? Wo ist Stärke? Wo ist Stärke? Wenn es hier nicht ist. Leute, ich habe gerade im Moment keine Ahnung, wo es sein könnte. Also manchmal hasse ich Flower Sky. Ich denke, ich muss in dem Stück leider, um Gottes Namen, leider, ich bin ehrlich zu euch. Muss ich wahrscheinlich schauen, wo man Stärke genau herbekommt. Und dann ist es in dem Teil nicht mehr Blind Leiter. Leider. Und ich muss es aber tun. Weil ich kann jetzt noch so ewig lang rumsuchen und... Da ist ein Merrill. Also die hat vielleicht... Nein, du hast auch nichts. Du Angler doch vielleicht Stärke. Wir müssen jetzt wirklich alles versuchen, aber ich glaube, es ist ein Trainer. Ja, wieso war mir das klar? Wieso war mir das so klar? Matchcup! Epic Pokémon! Lol, es ist schneller als mein Drago. I lolled. Make my day. Und mit Santom geben wir dem Viech das Rest hier genau. Und da ist ein Barsch war. Splash Attack! Verdammt, das hat mein Pokémon so schwer angeschlagen. Ich muss das Pokémon Center holen. Und ja, im Moment bin ich wirklich, wirklich verwirrt und... Ich wüsste jetzt nicht, wo das sein sollte, spontan. Habe ich wirklich keine Ahnung, vielleicht hat die was. Natürlich, die erzählt mir irgendwas von Surfer, hat's dann aber nicht. Das ist so eine miese Sache. Ach du heilige Maria und Josef. Okay,
Ich glaube, ich mache dann hier einen Cut oder guck mich hier noch ein bisschen um. Ich werde es einfach alle ansprechen, ohne irgendwie das loszulösen. Ah, Furry Cutter, Zornklinge. Nein, 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 nein. Okay. Wir werden wohl oder übel es so machen müssen. Ich werde jetzt hier in dem Stück schneiden. In dem nächsten Part werde ich euch dann sagen, wo wir Stärke herbekommen. Man sieht sich dann im nächsten Part und schaltet weiter ein in Flower Sky. See you later.